SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Babler hat Sonntagvormittag in seiner Heimatgemeinde Traiskirchen seine Stimme für die Nationalratswahl abgegeben. Er kam in Begleitung seiner Frau zum Wahllokal im Bildungszentrum am Arkadiaweg und bezeichnete sein Befinden als voll gut, ehrlich. Ich habe gewusst, in dem Moment die SPÖ anzukreuzen, dass sie vielen Kindern eine Stimme gibt, vielen Frauen eine Stimme gibt in diesem Land und vielen arbeitenden Menschen eine Stimme gibt. Das ist ein gutes Gefühl. Und was glauben Sie, wie wird es ausgehen? Was sagt Ihnen Ihr Gefühl? Ja, ich hoffe, dass wahnsinnig viele Menschen das selber auch miterleben können, in der Wahl zu stehen und zu wissen, man stärkt sich selber, seine Kinder, seine Familie. Man schaut, dass es wieder Arzttermine gibt, man schaut, dass es gesicherte Pensionen gibt, wenn man jahrzehntelang aufgestanden ist. Also ich habe wirklich selber dieses Gefühl heute gehabt. Die SPÖ habe eines der besten Programme seit Jahrzehnten vorgelegt und er selbst habe im Wahlkampf vollen Einsatz gebracht, so Babler. Ich glaube, dass der erste Platz möglich ist. Habe ich gestern gesagt, dass nie Umfragen Wahlen gewinnen, nie Kommentare Wahlen gewinnen, nie große Medienkonzerne Wahlen gewinnen, sondern jetzt die Menschen, die uns jetzt zusehen, die jetzt zur Wahl gehen. Das ist genau das, um was es geht. Menschen schreiben Geschichte und Menschen gewinnen Wahlen.